wählerisch. Warum wählerisch? Kann auch hier wieder. Oh. Zufall! Ganz viele P kriegen und so. Ding, 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 ding. Ach du Scheiße. Ist das ein Gegner? Gegner oder Statue? Ich weiß es nicht. Okay, hier ist es. Ich hab Angst. Guck mal, was hier so ist. Und hier sind noch Pfeile. Und ein Hauch von nichts. Ach, guck. Hier war was. Munition. Toll. Was ich aber nicht brauche, weil ich voll munitioniert bin. Okay. Ich will da gar nicht hoch. Ich will da nicht hoch. So. Ich bleib hier jetzt auf der Insel. Mal gucken, was da oben uns erwartet. Diese Figuren. Krieger. Sie waren in Himikos Grab. Sie beschützten sie. Bist du das? Warst du so eine Art General? Du hast Seppuku begangen. Wieso? Und noch scharf. Ich habe die Königin enttäuscht. Das Ritual scheiterte. Die Priesterin wusste, nur der Tod würde sie retten und beging Selbstmord. Nun lebt die erste und letzte Königin ein Halbleben. Eine Seele in einem verwesenden Körper. Ihr Zorn wurde zu den Stürmen und erlischt erst, wenn ihre Seele von der Erde befreit wird. Meine Sturmwache ist auf ihren Schutz eingeschworen. Aber ich kann nicht mehr. Die Seele in einem verwesenden Körper, das ruft also die Stürme. Um es zu beenden, müssen wir die Leiche in der Ritualkammer vernichten. Wie zur Hölle soll ich das den anderen beibringen? Okay, warum kommt jetzt eine Musik? Scheiße! Ich muss sofort jetzt... Holy fuck. Wie komme ich hier noch raus? Verpisst euch doch. Holy shit. Ey, weißt du was? Du brauchst so eine Art Waffe. Ach, fuck you. So komme ich also noch hoch. Komm. Nein, verpisst euch. Nein!
Shit. Ja, aber noch ein Spagat zum Ende hingelegt, ne? Munition gut. Ah, fuck. Schön. Au, 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 au. Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Brenn, du Mann. Verbrennen du auch, Mann. Meine Fresse. Exekution. Okay, lol. Das war's erstmal. Ja, das war's erstmal. Zum Glück. Die habe ich schon geplündert. Ich auch schon geplündert. Hier sind, glaube ich, noch Leichen, die ich noch nicht geplündert habe. Oder? Nein. Habe ich schon ausgeplündert, du. Okay, also müssen wir die Leiche von... Ah! So. Von, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißt. Yamatai war das, glaube ich. Also in den Saal bringen, um die da zu verbrennen. Okay. Machen wir. Shit. Ich muss sofort zurück. Wie komme ich so schnell zurück? Los, 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 Laura. Ist mir egal, ob ich hier sein sollte oder nicht. Fresse halten. Ich kann sie hören. Komm, schnell, schnell, schnell. We got that, we got that. Okay, ihr Freunde. Ist das alles, was ihr drauf habt? Sie ziehen sich zurück. Da kommt bedrohende Musik. Reyes, du bist verletzt. Ach. Na komm. Danke, danke. Weißt du, ich dachte, das war's für mich. Keine Spur von ihnen. Was war los? Whitman hat während des Angriffs Sam gepackt und ist abgehauen. Oh, er bringt sie zurück zu Matthias. Hätten wir dir nur... Scheiße. Hätte ich dir geglaubt. Wie geht's jetzt weiter? Das Boot ist fertig. Wir brauchen Hilfe. Das dachten die bestimmt auch. Du hattest ja recht mit Whitman, du hast doch die Stürme gesehen. Sie greifen alles an, was sich nähert. Also, im Zweiten Weltkrieg waren Wissenschaftler hier. Und die glaubten, dass die Stürme aus einer Ritualkammer beim Kloster kontrolliert werden. Da sind noch viele Fragen, aber Sams Entführung hat damit zu tun. Und wenn wir ohne diese Antworten ablegen, sind wir alle tot. So wie die Piloten. Und so wie Roth. Hör zu. Was immer hier passiert, Lara verdient eine Chance. Wir können nicht zurück zu ihrer Stellung. Das wäre Selbstmord. Dort wird sie nicht sein. Sie bringen sie in dieses Gebiet. Und über diesen Zufluss kommen wir ran.
Hör zu. Ich weiß, wie sehr du zu deiner Tochter willst. Glaub mir. Aber der Kampf ist noch nicht vorbei. Ich verlange nicht, dass du dran glaubst, Reyes, aber du musst mir vertrauen. Okay. Komm, Reyes. Lassen wir es zu Wasser. Nice. Okay, Lara. Wenn du bereit bist, geh einfach an Bord. Ich bin einfach schon an Bord gegangen, also leck mich. Lara, was glaubst du dort zu finden? Willst du das wirklich wissen? Nein, sag's mir trotzdem. Die Seele einer Sonnenkönigin ist in einem toten Körper gefangen. Ihr Zorn ist der Auslöser der Stürme. Wird der Körper zerstört, hören die Stürme auf. Klar. Und was will Messias von Zen? Keine Ahnung. Und das macht mir am meisten Angst. Hey, ich weiß, dass der Plan verrückt ist. Ja. Ist er. Aber er ist alles, was wir haben. Ziehen wir es durch. Okay. Los geht's. Nein. Du wirst mit Reyes den Haupteingang bewachen und ich gehe rein und hole Sam. Du gehst also allein? Je mehr Leute, desto größer die Gefahr, entdeckt zu werden. Wenn es gleich losgeht, tötet so viele Mistkerle, wie ihr könnt. Da sind aber nicht nur Solari, sondern da sind auch andere. Samurai, die königliche Sturmwache. Erschießt einfach alles, was nicht wie ich oder Sam aussieht. Mein kleiner Vogel, du schaffst das. Wir werden uns wiedersehen. Wir halten dir den Rücken frei. Boah. Also Reyes und den... Also Laura und den Typen, den einen da, den... Den mag ich am meisten. Jetzt gerade eben, den noch gerade eben verblieben sind. Sam ist auch sehr geil. Wickman ist so ein kleiner hinterlistiger Arsch sozusagen. Also ist nicht gerade so nett und so. Wo muss ich hin? Da. Komm. Hoch. Und naja. Reyes. Oder, ja, Reyes heißt sie, glaube ich. Die wandelt sich sicher zum Guten. Die vertraut jetzt Laura. Vertraut jetzt so ziemlich jeden. Sie wollen ihrer neuen Königin vorgestellt werden. Von dem, der sie zu uns gebracht hat. Ah, klar. Natürlich. Ich hatte schon mit archaischen Stämmen zu tun. Das wird ein Award, James. Was macht ihr da? Mein Name ist Dr. James Whitman. Ich komme in Frieden. Ich bringe euch eure neue Königin. Oh nein. Die Königin! Auf Japanisch! Eure... Mein Freund! Boah, der Matthias ist ein hinterlistiges Arsch, ey. Ganz ehrlich jetzt. Oh, scheiße. Der ist echt sau hinterlistig. Matthias war es, ne? Ja. Okay, Whitman war jetzt auch hinterlistig, aber der hat jetzt gekriegt, was er braucht. Er ist tot. Also über Whitman, keine Ahnung. Da kann ich jetzt nicht mehr so viel drüber sprechen, weil der ist jetzt tot. Wie gesagt, ne? Jetzt muss ich die Samurai ausschalten. Und werde ich eigentlich noch mit diesen
großen Viechern zu tun haben, weil ich glaube, die sind echt stark. Denke ich mal. Schützt nach all den Jahren immer noch ihre Königin? Wow. Hinterher. Langsam und vorsichtig. Hier ist nichts. Doch, da. Okay, das kann ich abfackeln. Komm, brenn, schneller, brenn, alles voll. Los, los, los. Burn. Nice. Okay, es war jetzt, als wenn das ungrün synchronisiert sich angehört hat, aber ja. Ich war ein bisschen zu spät mit. Oh Scheiße. Sei still, Lara. Ich glaube, ich sollte keinen davon angreifen. Sehen die mich, wenn ich da jetzt lang laufe? Ach du Scheiße. Wo muss ich hin? Scheiße, wie komm? Muss ich denn jetzt hin? Muss ich die jetzt töten oder wie? Ich habe keinen Plan. Ah, ich muss da oben hin. Okay, mich sieht keiner, mich sieht keiner. Scheiße, was machen die da mit dem? Ziehen die den an? Etwas laut hier. Tum. Und mich sieht ja keiner, das ist schon mal das Gute.